Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Aloft. Ja, ich denke mal, das wird auch so bald die letzte Folge sein. Gehe ich mal stark davon aus, weil viel zu entdecken haben wir hier nicht mehr. Es ist ja nur eine Demo-Version. Aber wir werden uns die Insel heute noch schnappen. Das werden wir noch machen, gucken, was es da noch so gibt. Und wir sehen zum Glück den fehlenden Dingens da. Oh, warum leckt das jetzt ein bisschen? Warum hat das gerade so geleckt? Die letzten Tage lief das richtig schön sauber. Na gut, egal. Wollen wir uns ja nicht davon beirren lassen, stören lassen oder was auch immer. So, jetzt will ich aber wissen, wir hatten doch eben noch diesen blöden Pilz gefunden. Ah, wir müssen da hoch. Wir müssen irgendwie da hochkommen, ne? Ja, und wir müssen wieder alles mögliche... Ey! Ja, fängt ja schon wieder gut an. Ich muss mal mehr blocken. Aber das mache ich ja eh nie. So, wir versuchen direkt da hinten an diesen komischen Pilz zu kommen. Wäre zumindest so mein Ziel. Weil den müssen wir noch vernichten, dann ist die Insel frei. Sollte so sein. Wow. Doch nicht. Ey! Junge. Wow. Das Blocken hat aber auch nichts gebracht, ne? Toll. Da sterben wir uns jetzt. Wir könnten aber mal ein bisschen näher dran fahren. Dass wir nicht jedes Mal 5 Stunden hinfliegen müssen. Aber die Insel ist doch soweit fertig. Oder müssen wir jetzt nur noch die Viecher platt machen? Irgendwas fehlt doch noch. Dankeschön. Oder haben wir irgendwo noch was übersehen? Räumen die ganze Insel leer. Ach. Wir haben's. Wir haben's. Die Insel ist frei. Open? Ah, cool. Knochen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was hier alles noch drinne vorkommen wird. Ich gehe mal stark davon aus, wird es in Zukunft wahrscheinlich noch Steinmetztisch um den ganzen Kram geben. Tiere haben wir schon das erste gefunden. Es gibt noch ein paar mehr zu finden, habe ich gehört. Weil, wie ich auch gehört habe, der eine oder andere von euch spielt das im Moment auch, die Demo. Es macht echt Spaß, ne? Es ist halt schon geil gemacht. So, jetzt müssen wir aber rausfinden, wo ist dieser komische Stein. Und dann hoffen, dass wir nochmal Rezepte kriegen. Also wie gesagt, ich kann es jetzt gerade noch nicht abschätzen, aber entweder ist das heute schon die letzte Folge oder es wird noch eine kommen maximal. Weil irgendwann, ach guck mal, wir haben gefunden. Irgendwann müssen wir hier in der Demo ja auch das Ende finden. Milestone. Ne, Millstone. Mühlstein. Ein Mühlstein. Ja, können wir auch wieder automatisieren. Cool. Okay. Gucken wir uns noch mal ein bisschen hier um. Fliegen wir mal. Da liegt... Ne, das ist so ein Pilzkopf. Den wollen wir nicht. Die verlieren ja eh nichts. Was haben wir hier? Warte, da war was. Pick up and cure. Wir können den heilen. Kann ich mit dem zusammen fliegen? Wir haben hier ein totes Etwas gefunden.
Man kann die wohl heilen mit E gedrückt lassen. Also da brauchen wir aber diesen Heiltrank. Da habe ich aber auch noch keinen Plan, wo wir sowas finden. Sah jetzt aus wie so ein Strauß Fasan. Keine Ahnung, was haben wir denn hier? Noch mehr. Hier haben wir das nächste Tier. Aber wir können denen doch gar nicht helfen. Remove Barriere. Brauchen wir auch hier so ein Dingensgedönsteil. Wo kriegen wir die Tränke her? Müssen wir doch noch eine Insel erkundschaften. Ach, guck mal. Wow. Ich glaub, du spinnst. Hau ab. Ja, das mit dem Rückwärtslaufen funktioniert ja eigentlich ganz gut. Nur jetzt wollen wir mal gucken. Wheat. Also Weizen. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Das ist nicht schlau. Ich glaube, Schwert ist bessere Lösung. Ist halt jetzt die Frage, ist hier noch so ein komischer Stein irgendwo? Hier sind überall die... Oh nee, jetzt reicht's. Hey, vielleicht hier noch irgendwas übersehen. Oh. Das war die erste, wo wir waren. Müssen wir mal gucken. Ich habe halt auch keine Orientierung momentan, wo wir noch hin müssen, wo wir noch nicht waren. Das ist halt auch nicht so einfach. Aber das mit dem Trank würde mich mal interessieren. Ja, jetzt sind wir erstmal daheim und bauen mal den Millstone. Ja, wir haben Weizen gefunden. Prima. Und wir haben Weizensamen. Das mit Anpflanzen müssen wir auch noch rausfinden. Ja, das heißt, wir bauen uns den Millstone. Den machen wir uns hier hin. Weil dann können wir auch direkt hier Link und Link. Warum steht das Rad? Gerade kein Wind oder was ist los? Oder hängt da jetzt zu viel dran? Machen wir mal hier Remove Links. Ach, wir sind auch gerade nicht in der Windrichtung. Kann das sein, die da aufblitzen, dass das vielleicht irgendwas ist, wo wir noch nicht waren? Aber das sieht eher aus wie... Ich glaube, da waren wir noch nicht. Dann haben wir doch noch ein paar Inseln, wo wir hin könnten. Wir wollen aber erstmal den Millstone jetzt testen. Wie, die können wir auch malen. Okay. Gucken, was wir jetzt... Trog, ja, die brauchen wir dann für die Tiere. Okay. Und ganz viel irgendwas. Ja, das schmeißen wir alles mal hier in unsere Kiste rein. Dann fliegen wir nochmal in Richtung einer anderen Insel. Oh, Kiste voll. Kiste voll. Wir brauchen noch ein Basket, also noch ein Dingensteil. Da. Jetzt bauen wir uns. Ah. Ja, dann bauen wir uns. Ja, haben wir auch nichts. Machen wir 5 Ropes und bauen uns so ein. Dass wir halt das andere, alles Mögliche mal gebaut haben, ne? Wo waren die? Da.
Ah, der andere Korb ist zu weit weg. Da sind nämlich noch 100 Stück drin. Also ich glaube, die Inseln, die da so blinken, sind die, wo wir noch nicht waren. Und da ist noch ordentlich was, ne? Also wir haben hier ordentlich noch was zu suchen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Jetzt machen wir B und stellen uns so einen hin. Zack. Passt da mehr rein? 3 rein. 2 rein. Okay, also es macht Unterschied. Schmeißen wir den da rein und den da rein. So, dann würde ich sagen, flattern wir mal los. In Richtung einer neuen Insel. Ach, mit Space und Control können wir auf und ab fliegen. Okay, auch gut zu wissen. Ist halt die Frage, wie weit sind die Inseln weg? Also da können wir schon was erkennen. Das heißt, die müsste schon am nächsten sein von allen. Ja, und ich denke mal, rein theoretisch könnten wir hier noch 10, 20 Folgen machen, aber ich weiß halt nicht, wie lange wir die Demo noch spielen sollen. Ich freue mich dann schon eher drauf zu sagen, dass wir vielleicht dann nächstes Jahr komplettes Let's Play hier machen und uns dann mal eine richtig schöne Insel bauen mit allem drum und dran. Ich bin halt echt auf das fertige Spiel gespannt. Das ist alles ganz schön weit weg. Wir probieren mal so hinzufliegen. Das vielleicht doch keine Inseln mehr, weil ich habe so das Gefühl, das könnten die Steine hier sein, wo die... Ja. Dass vielleicht wirklich nur so die Starterinseln hier sind, weil guck mal, egal wie weit ich fliege, ich habe so das Gefühl, dass das immer weiter weg ist. Also ich glaube nicht, dass das andere Inseln sind. Keine Ahnung. Weil die sehen wir ja auf Entfernung schon, ne? Hm. Und wir sind schon sau weit weg von da hinten, ne? Guck mal, wie lange wir fliegen. Also man kann irgendwann noch einen Trank herstellen. Damit können wir wohl die Tiere dann retten. Bei der Map hat sich auch nichts getan. Ja, dann fliegen wir mal wieder Richtung Inseln da hinten. Dann ist die Frage, wenn wir mehr... Wir haben auch eine Gewichtsanzeige da unten. Aber wenn wir rein theoretisch mehr Segel bauen, müssten wir auch viel schneller sein in Zukunft. Dann ist die nächste große Frage, wie groß darf die Insel sein?
Boah. Cool wäre es, wenn man sich Marker hinsetzen könnte. Sprich, auf der nächsten Insel. Jede Insel, die wir erkundschaftet haben, irgendwie markieren. Ist halt immer schwer abzuschätzen, welche Insel wir jetzt schon waren, welche noch nicht, ne? Das da oben war die, wo wir jetzt zuletzt drauf waren. Ja, dann klappern wir jetzt hier die mal ab. Mal gucken, wie es da noch aussieht. Ich weiß auch nicht, ob es noch Rezepte zu finden gibt oder ob wir jetzt schon alles haben. Weil das ist ja dann im Endeffekt das Ende vom Demo. Es gibt irgendwann keine Rezepte mehr zu finden und man kommt einfach nicht mehr weiter. Aber ist klar, es ist eine Demo. Es ist ja keine Vollversion. Es ist ja nur zum Testen gedacht. Und das machen wir hier gerade. Aber wie ich das, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt hatte, also irgendwann hatte ich mal was gesagt, ist es ein Spiel, was es seit langem wirklich mal wieder bei mir auf die Spieleliste geschafft hat. Also jetzt gerade von denen angezockt. Sonst waren das oftmals Titel, die man dann gespielt hat und gemerkt hat, oh nee, ist doch nicht so das Berauschende. Nee, das war die Insel, wo wir zuletzt waren. Wir sind angestoßen irgendwo. Ich habe auch keinen Plan, wie tief meine Insel noch runtergeht, ne? Dann sollten wir vielleicht mal zu denen da. So, wir fliegen jetzt mal zu der da runter. Gucken uns hier nochmal um. Aber Sturzschaden kriegt man wirklich keinen. Was haben wir denn hier? Ach, haben wir schon. Hier waren wir schon. Der Stein leuchtet nicht mehr. Es gibt auf manchen Inseln auch ein, zwei Steinchen mehr. Ah, die hatte man aber schon. Ist halt die Frage, ob es hier auch vielleicht noch einen zweiten oder dritten Stein gibt. Ach, das war die Insel. Okay. Den haben wir schon. Okay, dann zur nächsten. Dann fliegen wir jetzt doch noch mal zu der, so in der Hoffnung, dass da vielleicht noch so ein Stein ist. Aber was ist das Blinkende da? Das ist so ein bisschen. Aber das war die Insel, wo wir gekämpft haben, oder? Ja, genau, da ist ja auch der Käfig. Ist halt die Frage, ist da noch ein zweiter Stein? Machen wir mal slow down. Da ist oben der eine. Da ist auch nichts. Dann, das ist die Heimatinsel, gehen wir mal zu der. Ich gehe mal davon aus, in der Vollversion werden das ein paar Inseln mehr sein. Also da wird wahrscheinlich hier en masse überall Inseln sein. Jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Ich höre einen Stein. Ach was. Ja, kompostieren können wir jetzt. Okay. Collect Water. Ja, schon wieder. Dirty Water, dreckiges Wasser. Müssen wir mal gucken, ob vielleicht noch irgendwo ein Stein ist. Auf der anderen Insel hatten wir ja auch zwei Stück. Was haben wir denn da? Eine Kiste. Mit Schrott. Wie können die benennen?
Einfach mal testen. Tatsächlich, also schriftbar sind die Kisten auch, wenn man dann irgendwann mal Kisten bauen kann. Da war der eine Stein. Genau, das war da drinne. Ich höre was. Dabbelt hier nicht irgendwas rum? Oder sind das meine Schritte? Gute Frage, ne? Na gut, dann mal da hoch. Ach ja, guckt mal an. Die nächsten Tiere entdeckt. Hallo Maus, wo bist du? Das muss man sich dann in Zukunft auch merken, wo man welche Tiere findet. Und dann müssen wir noch rausfinden, wie man die knebeln kann, beziehungsweise mitnehmen kann. Nicht knebeln. Organic waste into compost over time. Okay, da können wir Kompost herstellen. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, wie man Feuer herstellt. Dass wir uns eine Cooking Station machen können. Warte mal, da waren wir. Ich glaube, dann gehen wir da zu der Kleinen nochmal. Immer noch so einen großen Bock. Vielleicht nochmal ganz da hinten die ganz große angucken. Ich weiß, wir sind jetzt weit weg von der Heimat, aber ist ja wurscht, wir wollen nochmal erkundschaften. Wir wollen doch nochmal gucken, was noch machbar ist, was nicht. Es ist ja jetzt kein Let's Play. Ja, den hatten wir. Das war die Insel. Das war da vorne die Insel mit dem Tor, wo wir auch noch nicht reinkommen. Ist halt die Frage, ist da oben noch was? Tiere? Okay, hier waren wir schon. Dann will ich noch mal zu der da. Und ich glaube, viel Auswahl, was Inseln und so angeht, haben wir hier nicht mehr. Der ist auch schon aktiviert. Gucken, ob noch ein zweiter irgendwo ist. Ach, hier waren wir doch schon. Ja, okay, kommen wir gerade weiter. Das ist nämlich auch so schwierig, die Orientierung hier, ne? So, was haben wir denn noch? Haben wir da hinten noch die große? Da könnten wir nochmal gucken. Ist halt cool, dass man wirklich überall hinfliegen kann und nicht irgendwann der Gleiter ausgeglitten hat, oder wie man das nennt. Ich könnte jetzt unendlich lang in irgendeine Richtung fliegen. Ich habe halt noch keinen Plan, was passiert, wenn wir abstürzen. Wenn wir wahrscheinlich sterben. So, und das ist wahrscheinlich die Starterinsel. Gehe ich mal sehr stark davon aus. Gehen wir auf die erst nochmal drauf. Machen wir mal einen kurzen Rundumflug. Da ist eine Höhle. Was haben wir oben? Hier sehe ich aber auch gerade gar keinen Stein, ne? Da ist eine Kiste. Hatten wir die schon? Ich glaube ja. Ja, hier waren wir schon. Dann gehen wir aber nochmal unten in die Höhle rein. Wir haben Kohle gefunden. Ah, jetzt können wir sogar Feuer machen.
Okay, wir können Feuer machen. Hört sich ja schon mal ganz gut an. Und das da ist, glaube ich, die Starterinsel. Wir fliegen trotzdem mal hin, gucken uns das mal an. Gucken auch da nochmal vorbei. Ja, das ist die Starterinsel. Was haben wir hier? Die ist schon aktiviert. Ja, das ist die Starterinsel. Okay, das heißt, wieder nach Hause. Wo ist unser Zuhause? Ach, ganz da hinten. Uiuiui. Ja, dann ab nach Hause. Ich glaube, wir haben alle Inseln abgesucht. Ist halt jetzt die Frage, wo kriegen wir diesen Trank her? Das würde mich noch interessieren. Oder ist da vielleicht doch noch eine Insel, die wir übersehen haben, die wir noch nicht angeguckt haben? Auf der waren wir. Auf der waren wir auch. Wir machen halt jetzt überall so einen dran Vorbeiflug. Das war die. Auf der waren wir auch schon. Mal gucken, was ist das? Ach, das ist Wasser. Ist halt cool, dass man auch so Slow-Mode hat. Warum blinkt das da hinten? Ich hätte jetzt gedacht, das sind andere Inseln, aber irgendwie... Ihr habt ja gesehen, wir konnten hinfliegen, wie wir wollen. Das Blinken ist immer weiter weg. Ja, jetzt machen wir erstmal Feuer. Aber ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Also zumindest von denen, die das auch gerade spielen. Ob ihr noch andere Sachen gefunden habt. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir hier so langsam am Ende sind. Es könnte jetzt sein, dass wir durchs Feuer und die Kochstelle vielleicht die Tränke noch herstellen können. Das probieren wir jetzt noch mal. Und dann müssen wir noch mal Tiere jagen gehen, wenn es dann möglich ist. Jetzt gucken wir aber erstmal. Wir haben Kohle gefunden. Wow. Und wir haben... Ah, ein Kohlefilter, klar. Logo. Ja. Wir können Wasser machen, das ist schon mal was. So, und hier haben wir jetzt neu das Lagerfeuer. Das machen wir uns in die Hütte. Mal gucken, ob die Hütte brennen kann. Ich habe keinen Plan. Start the fire. Vize-Fire. Ach, da können wir jetzt Kohle drauf schneiden. So, aber dann bauen wir uns nämlich jetzt auch diese Kochplatte. Wo war die denn? Achso, bei B. Ach, die kommt ans Feuer dran. Okay. Guck. Was können wir denn kochen? Das wird wahrscheinlich nicht richtig sein. Ach, jetzt haben wir es verkohlt. Ah. Wir müssen immer gucken, dass das Feuer nicht zu heiß wird. Mixed Veggies. Okay. Kommt wahrscheinlich jetzt hier auch raus, wenn wir... Okay, mal was anderes. Was haben wir hier noch? Ach, da haben wir noch... Wir können Tee herstellen. Wow. You're missing in ingredients. Ja. Okay, wir wissen schon mal,
dass wir kochen können. Maximal HP 6 für 2 Minuten 28. Also die heilen ganz gewaltig. Wie konnte ich ihn essen? Wow. Wow. You're full. Ja, super. Okay. So, komm. Jetzt wollen wir nochmal gucken. Wir haben jetzt Wasser. Machen wir mal Blätter mit rein. Gibt wahrscheinlich einen Tee. Achso, wir müssen wieder beschleunigen. Jetzt haben wir unseren Tee. Jetzt probieren wir einfach nochmal was anderes. Kommt wahrscheinlich auch wieder der gleiche Tee raus. Ja, das wird halt in Zukunft interessant, alle Rezepte rauszufinden und überhaupt, was so geht, was nicht geht. Nee, jetzt haben wir eine Suppe gekriegt. Auch nicht schlecht. Cool. Ach, das sind dann fertige Rezepte. Da können wir dann sagen, ich will das haben. Ach, guck mal. Oder das, oder das. Okay. Ja, cool. Ist ja eigentlich ganz cool gemacht, ne? Schmeißen wir alles hier mal rein. Ist ja eigentlich schon ganz cool gemacht. So, wir hatten noch irgendein neues Rezept. Ach so, wir hatten noch die Gedöns, ja. Das heißt, wir machen mal hier nochmal ein bisschen Holz. Sollte reichen. Ja, jetzt läuft auch der Millstone. Komm, wir hauen die einfach mal da rein. Wir wollen mal gucken, was da noch überall rauskommt. Okay. Was haben wir hier? Ach, genau das gleiche. Nein, fertig. Was bist du eigentlich? Was bist du? Grain. Food for you. Goat friend. Okay, da können wir essen. Essen für Ziegen. Können wir damit die jetzt füttern? Gute Frage, ne? Wir bauen uns mal so einen Komposter. Wir wollen ja alles mal gesehen haben. Oder zumindest größtenteils setzen wir da drauf. Und können wir den auch noch bauen? Da fehlen 4 Planken. Die machen wir uns noch. Ich vergesse jedes Mal, dass man sie rausnehmen muss. So, und dann bauen wir uns den hier noch. Ja komm, einfach dahin. So, und jetzt öffnen. Ach, da können wir jetzt das Zeug reinschmeißen. Dann ist da so ein bisschen Zeug drin. So, und hiermit können wir wohl kompostieren. Kann man mal gucken. Oh, wir können Farming Plots bauen. Okay. Okay. Mehr wie 5 will ich jetzt nicht machen. Weil ich muss ja was anpflanzen. Ah ne, wir haben ja Samen. Aber gut. Was haben wir hier? Komm, wir bauen es aus Stein. Wenn schon, denn schon. Oder? Ach, das klippt auch dran. Ey, wisst ihr, wie geil man dann in Zukunft bauen kann? Till Soil. Plant Seed. Weizen. Okay, das funktioniert. Soil. Okay, jetzt wissen wir auch, dass man noch anpflanzen kann. Aber das bringt uns letztendlich immer noch nicht weiter.
Wir brauchen für die Tiere diesen Trank. Und da habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Was haben wir denn hier? Ah, der automatische Zugriff. Ähnlich wie in Grounded. Cool. Das ist cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. Ah, haben sie sich so ein bisschen was abgeguckt, ja? Ich finde das halt mit den Mechaniken ganz cool. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt hier Link mache und den da noch dran, läuft der auch noch ordentlich mit. Ja, das heißt, die würden jetzt automatisch aus dem Holz Planken machen. Wir haben noch ordentlich Zeug da. Gut, aber ich würde sagen, wir sind am Ende heute angekommen. Ja, ich weiß es halt nicht, ob wir jetzt noch eine Folge dranhängen oder ob es da dabei bleibt, weil ich weiß halt nicht, ob man jetzt wirklich noch was finden kann. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Beziehungsweise im nächsten Video. Also, bis denn und tschüss.